Ja, und somit ein herzliches Hallo zu Mass Effect. Ja, ist jetzt richtig der Einzelteil. Mich hat's wieder gepackt und ich habe mir gedacht, ich muss das wieder auspacken, das Spiel. Und ja, diesmal die komplette Trilogie durchzuspielen. Also macht euch da auf was gefasst. Hier vom ersten Teil weg alle drei Teile durch. Wir nehmen den Charakter mit und beziehungsweise ich werde da auch alle Entscheidungen dann bis zum Schluss mittragen. Und ja, wenn wer stirbt, wenn wir wen verlieren, dann ist es einfach so. Damit müssen wir dann leben. Und ja, das werden wir dann sehen im Laufe des Spiels. Werden wahrscheinlich genügend Parts werden und ja, wenn dann der vierte Teil wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommt, wird es da natürlich dann nahtlos weitergehen. So, wir gehen gleich einmal weiter hier und spielen natürlich ganz klar als John Shepard, werden da nichts verändern. Wir spielen genau so, wie er ist. Eingestellt habe ich ja mittlerweile relativ jetzt alles. Endlich mit den Grafikproblemen habe ich das auch hinbekommen. Da musste ich was bei meiner Grafikkarte einstellen, aber das ist kein Thema. Das ist vielleicht nur die Info jetzt. Ja, ich nenne gleich jetzt den Matthias, der mir da immer wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen wird bei dem Spiel auch, der sich da super auskennt. Auf jeden Fall mal besser wie ich. So, wir starten mal eine neue Karriere. Allianz Militärs. Geheime Informationen angefordert. Genau. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. So, erster Part wird jetzt mal zur Orientierung. Ja, ich peile mal ein halbes Stündchen an, dass der erste Part ist. Und dann werden wir, ich hoffe, es geht sich aus, immer täglich so an die 20 Minuten. Glaube ich, das ist eine ganz gute Zeit, glaube ich, 20 Minuten, das dürfte passen. Wenn es Wünsche gibt, sagt man es ruhig, aber ich glaube, das ist so der Standard zwischen 15 und 20, je nachdem, wie wir gerade in der Mission vielleicht auch drin sind, dass wir nicht gerade mittendrin aufhören. So, bitte John Shepard einmal. Wir bleiben natürlich John, ganz klassisch, oben links, oben ein Auge bei der Frisur. Das Cut, das bleibt natürlich alles drin. Profilwiederherstellung beendet. Genau, John Shepard von der Erde, einziger überlebender Soldat. Los geht's. Und ich werde natürlich auch zwischendurch immer wieder ja, unnötige Sachen dann rauscutten, dass es dann nicht wundert, wenn vielleicht einmal irgendwo ein kleiner Sprung drin ist und ich ihn nicht gerade auch angekündigt habe, dass wir da nicht allzu lange jetzt drin verweilen werden. Wir wollen ja mal grundsätzlich einmal in erster Linie die Story ein bisschen mitkriegen. Und nebenmissionsmäßig oder sonst irgendwelche Sachen, was uninteressant sind, werde ich einfach rausschneiden. Aber komplett Story und Kämpfen technisch werden wir natürlich da relativ alles dann hier am Start haben. Ja, dann würde ich sagen, werden wir da mal loslegen. Ja, viel Spaß, Freunde. Los geht's. Was wissen wir über Shepard? Er wurde auf der Erde geboren. Über seine Familie gibt es keinen Eintrag. Er hat keine. Er ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Er hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Er musste mit ansehen, wie seine ganze Einheit auf Arkuse starb. Er könnte ein emotionales Trauma dabei erlitten haben. Fast alle Soldaten haben ein Trauma. Shepard ist ein Überlebenskämpfer. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich stimme dafür. Ja, ich werde jetzt das nicht vorlesen, weil es geht sich eh nicht aus. Haben wir schon festgestellt bei allen anderen Let's Play auch. Also einfach Pause drücken, wer es durchlesen will. Das ist ziemlich knapp bemessen. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß.
Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Gleich rein mit ganzen Waffen auf dem Rücken. Grünes Licht, Annäherung eingeleitet. Portalkontakt in 3, 2, 1. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Ja, und jetzt sind wir in der Reihe. Und wir können uns jetzt aussuchen, wer das Ganze natürlich nicht kennt, was für Antwort wir nehmen werden. Und ja, grundsätzlich, auch bei allen drei Teilen, kann man da entweder ein bisschen in die gute Richtung oder auch in die böse Richtung ein bisschen tendieren. Das werden wir aber alles dann noch, alles noch komplett sehen und sehen wir, wie das Ganze dann vonstatten geht. Ich persönlich, ja, spiele es einfach so, als würde ich selber sein und so auch das Ganze entscheiden. So, aber jetzt machen wir gleich mal weiter und es wird dann eh noch. Was sind die Reaper, wer es nicht kennt, was er gerade gesagt hat, wer ist das, wie, was, wann, wo, Spectre war es, ja. Werden wir in den Gesprächen wahrscheinlich das meiste eh rausfinden. So, das ist die offizielle Version, sagt der Joker, unser Pilot, aber nur Idioten glauben die offizielle Version. Ja, ganz meiner Meinung, würde ich sagen. Sie schicken keine Spectres auf Testflüge. Da steckt mehr dahinter, als der Captain uns wissen lässt. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert, alles in Ordnung. Gut, dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Verärgert habe ich verstanden. Sie scheinen ihn verärgert zu haben. Sie scheinen ihn verärgert zu haben. Na super, Sie haben den Captain verärgert und ich darf es ausbaden. Geben Sie nicht mir die Schuld. Der Captain ist immer schlecht gelaunt. Nur wenn er mit Ihnen spricht, Joker. Okay, durch Drücken von O wird der Kodex Ihrer galaktischen Enzyklopädie angezeigt. So, jetzt schauen wir uns mal das Ganze hier an. Das ist also das Cockpit, mehr oder weniger, können wir damit... Der Captain wartet im Kommunikationsraum auf Sie, Commander. Okay, da geben wir es noch einmal kurz. Vielleicht sollten Sie den Captain lieber nicht warten lassen, Commander. Jo, machen wir. So, auf O, da können wir reinschauen. Genau, da haben wir die primär... Vor etwa 1200 Jahren wurden die Turianer eingeladen, dem Zitadellrat beizutreten und eine Rolle als galaktische Ordnungsmacht zu bekleiden. Die Turianer verfügen über die größte Flotte im Zitadell-Sektor und stellen die zahlenmäßig größte Streitmacht innerhalb des Zitadell-Militärs. Als ihr Lebensraum und Einfluss größer wurden, entschieden die Turianer, sich mit den Salarianern in militärischer und mit den Asari in diplomatischer Hinsicht auszutauschen.
Trotz ihrer weltraumgreifenden Siedlungspolitik kam die Führungsschicht der Turianer zur Einsicht, dass sie bei einer Auslöschung der beiden anderen Völker mehr verlieren als gewinnen würden. In der autokratischen Gesellschaft der Turianer gilt die Disziplin als hohe Tugend. Zudem zeichnen sie sich durch ein hohes Maß an individuellem und gesellschaftlichem Stolz aus. Seit dem Krieg des Ersten Kontakts von 2157 gibt es immer wieder Spannungen zwischen Menschen und Turianern. Die Turianer nennen diesen geschichtlichen Abschnitt den Portal 314-Vorfall. Offiziell gelten die beiden Völker aber zurzeit als Verbündete und pflegen konfliktfreie, wenn auch zum Teil etwas unterkühlte, diplomatische Beziehungen. Gut. Ja, das, ich glaube, die primären, wenn wir da doch ein bisschen näher reingehen wollen in die Geschichte und in die ganzen Sachen, können wir die primären Sachen fast reinziehen, vor allem wenn sie eh vertont sind. Sekundär, also haben wir eh noch nichts, oder? Nö. Die so, das Allianz wir auch noch an. Eine unabhängige und übernationale Regierung der Menschen. Sie vertritt die Interessen der Menschen und ist verantwortlich für die Verwaltung und den Schutz aller extrasolaren Kolonien und Stationen. Aus praktischen Gründen wurde die Allianz aus mehreren Raumfahrtabteilungen verschiedener Nationen gegründet. Die Planeten des heimischen Sonnensystems wurden jeweils von einzelnen Nationen erforscht und erschlossen. Die Kosten für die Kolonialisierung ganzer neuer Sonnensysteme können nicht von einer Nation allein getragen werden. Da die Menschen von der Existenz Außerirdischer überzeugt waren, gab es einen deutlichen politischen Willen, einen solchen internationalen Bund einzugehen. Allerdings genoss die Allianz vor dem Krieg des Ersten Kontakts nicht den größten Respekt. Während die nationalen Regierungen noch darum stritten, wer die Aufgabe der Befreiung Shang-Chis übernehmen sollte, startete die Allianz ihren entschlossenen Angriff. Die öffentliche Anerkennung der Leistung der Allianz führte schließlich zur Gründung eines eigenen Parlaments und dem Mandat, die gesamte Menschheit zu vertreten. Okay. Das werden wir vielleicht in Zukunft vielleicht zum Schluss machen. Hier sehen wir noch von uns die Dinge. Da sehen wir noch, was, wann, wo grob passiert ist. Wenn man ganz genau ins Detail, das wollen wir natürlich nicht gehen will. Aber prima werden wir uns das vielleicht anhören, wenn ich es nicht vergesse, dass man vielleicht zum Schluss vom Part, wer es nicht sehen will, das anhören, wenn ich es hinkriege. Ansonsten kann man ja davor spulen, wenn ich das dazwischen mache. So, jetzt gehen wir da mal weiter, schauen wir uns mal ein bisschen auch am Schiff um. Das glaube ich, da geht es immer raus, das ist glaube ich der Haupteingang. Da plaudern sie schon. Und wir immer ich rede über Nellis. Immer cool bleiben, Presley, sonst kriegst du noch ein Magengeschwür. Okay, reden wir hier mit dem Navigator Presley. Glückwunsch, Commander, das scheint eine ruhige Aktion gewesen zu sein. Werden Sie jetzt unten den Captain treffen? Streitgespräch? Nö, warum? Er will mich sehen. Ich bin gerade auf dem Weg, um ihm einen Statusbericht zu geben. Bei allem Respekt, Sir. Vielleicht wird er Ihnen ja dann endlich verraten, was wir hier eigentlich machen. Also, wir sollen mal wieder so einen Job machen. Wovon sprechen Sie? Glauben Sie, dass die Allianz uns etwas vorenthält? Wenn wir einfach nur unser IES-Tarnsystem testen sollen, wieso hat dann Captain Anderson das Kommando? Und die Anwesenheit von Nihilus ist auch merkwürdig. Die Spectre sind Elite-Einheiten, Top-Undercover-Agenten. Warum sollten sie einen turianischen Spectre auf einen Testflug schicken? Das scheint keinen Sinn zu ergeben. Stimmt. Achso, haben wir jetzt die... Ah, okay, es geht weiter, sehr schön. Na, dann fragen wir gleich mal Tarnsystem. Was können Sie mir über die IES-Tarnsysteme sagen? Ich weiß nur, dass damit unsere Position vor Sensoren verborgen wird. Neueste Technologie. Die Normandy ist das einzige Schiff mit diesem Prototypenantrieb. Aber wozu die volle Besatzung? Eine Crew von nur ein paar Leuten wäre doch billiger. Dann gäbe es auch weniger Sicherheitslöcher. Das mit Nihilus ist auch seltsam. Dieser Testflug ist offensichtlich nur eine Tarnung. Falsch. Tarnung? Eine Tarnung für was? Ich habe keine Ahnung, Commander. Aber es gibt einen anderen Grund, warum wir hier sind. Und ich werde nicht gerne im Unklaren gelassen. Bevor wir den Captain ansprechen, reden wir über einen turianischen Spectre. Sie trauen Nihilus nicht. Ich traue gar keinen Turianern. Liegt bei mir in der Familie.
Mein Großvater hat im Krieg des ersten Kontakts gekämpft. Er hat viele Freunde verloren, als die Turianer angriffen. Der ist ein Spectre. Das ist lange her. Niles ist kein gewöhnlicher Turianer. Das stimmt schon, Commander. Wir sind ein Raumschiff der Allianz, des Militärs der Menschen. Aber Niles muss sich nicht wie wir gegenüber dem Captain verantworten. Spectres arbeiten außerhalb der normalen Befehlskette. Und sie kommen nicht einfach, um Testflüge zu kontrollieren. Niles scheint größere Probleme zu erwarten. Und das gefällt mir nicht. Also nochmal, wer bei mir jetzt schaut, wir werden das Ganze natürlich mehr hier mit den ganzen Texten und Entscheidungen. Das ist ein bisschen Priorität bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. So, deswegen werden wir uns da auch alles reinziehen, was es so gibt. So, was ist mit dem Captain? Haben Sie ein Problem mit dem Captain? Nein, Sir. Ich weiß nur nicht, was er hier macht. Captain Anderson ist einer der verdientesten Soldaten der Special Forces. Wenn er all seine Orden einschmelzen würde, könnte er eine lebensgroße Statue von sich selbst bauen lassen. Einen solchen Soldaten schickt man nicht einfach auf Vergnügungsfahrt. Und er nimmt diesen Testflug sehr ernst. Irgendetwas geht doch hier vor. Ja. Ich sehe mir die Sache mal an. Ganz cool bleiben. Ich werde den Captain dann auch fragen, wenn ich ihn sehe. Viel Glück, Commander. Danke, Navigator Presley. Kann ich salutieren? Nein. Ich bin auf Eden Prime aufgewachsen, Doc. Das ist kein Ort, den Spectre zu besuchen. Es gibt etwas bei dieser Mission, das Niles uns nicht sagen will. Was ist das für eine irre Theorie? Der Captain hat hier das Kommando. Er würde keine Befehle von einem Spectre akzeptieren. Er hat keine Wahl, Doc. Die Spectres müssen sich vor niemandem verantworten. Sie können praktisch machen, was sie wollen. Jeden töten, der sich ihnen in den Weg stellt. Sie haben zu viele Spionagevideos geschaut, Jenkins. Was meinen Sie, Commander? Wir werden nicht lange auf Eden Prime bleiben, oder? Ich bin bereit für ein bisschen Action. Ich hoffe, das meinen Sie nicht ernst, Corporal. Action heißt meistens, dass ich einige Crewmitglieder auf der Krankenstation zusammenflicken muss. Entspannen, Jenkins. Bleiben Sie ganz ruhig, Corporal. Ein guter Soldat bleibt immer ruhig. Selbst unter Feindbeschuss. Tut mir leid, Commander, aber dieses Warten macht mich nervös. Ich war noch nie auf einer solchen Mission, nicht mit einem Spectre an Bord. Sie halten sich gut. Untersuchen. Nur eine Mission. Nur eine Mission, bevor wir auf Untersuchen gehen. Machen Sie einfach Ihren Job. Befolgen Sie meine Befehle und wir bekommen keine Probleme. Sie machen es sich zu leicht. Sie konnten sich ja schon auf Akkuse beweisen. Alle wissen jetzt, was Sie drauf haben. Das ist meine große Chance. Jetzt kann ich den Vorgesetzten zeigen, was ich drauf habe. Wir sollten das nicht überstürzen. Schluss mit Heldentum. Bleiben wir noch einmal ganz entspannt. Wir sollten das nicht überstürzen. Sie sind noch jung, Corporal. Vor Ihnen liegt eine schöne, lange Karriere. Also bleiben Sie besonnen und vermasseln Sie es nicht. Keine Sorge, Sir. Ich werde es nicht vermasseln. Was ja. Können Sie mir über Niles erzählen? Also wir reden mit beiden gleichzeitig, okay? Im Allgemeinen einen guten Ruf unter den anderen Völkern. Ihre Flotte umfasst die meisten Patrouillenschiffe zum Schutz des Zitadellsektors. Aber sie kommen nicht immer besonders gut mit uns aus. Einige Leute empfinden sie als sehr störrisch. Und andere geben ihnen die Schuld für den Krieg des ersten Kontakts. Mit Niles selbst habe ich kaum gesprochen. Für gewöhnlich spricht er nur mit dem Captain. Ich hoffe, wir können ihn bei einem echten Einsatz beobachten. Ich hörte, dass Niles ein ganzes Platoon alleine ausgeschaltet haben soll. Mhm. So, Eden Prime? Sie stammen von Eden Prime, oder Jenkins? Wie ist es da? Es ist ein sehr friedlicher Ort, Commander. Alles wurde in aller Ruhe entwickelt. Es gibt kaum Probleme mit Lärm oder Verschmutzung in der Stadt. Meine Eltern lebten im Außenbezirk der Kolonie. Nachts bin ich immer auf diesen großen Hügel geklettert, um über die Felder hinweg die Nachtlichter der Kolonie zu sehen. Ein wundervoller Anblick. Aber als ich älter wurde, war mir klar, dass es dort zu ruhig für mich sein würde. Darum bin ich zur Allianz gegangen. Selbst ein Paradies kann auf Dauer langweilig werden. Wie lautet unser Auftrag dort? Wissen Sie, warum wir nach Eden Prime fliegen sollen? Keine Ahnung, Commander. Eden Prime ist eine unserer stabilsten Kolonien. Ein guter Zielort für den Testflug der Normandy, schätze ich. Es gibt keine wirklichen Gefahren dort. Aber es muss noch etwas anderes dahinter stecken.
Wir haben einen Spectre an Bord. Deswegen bin ich ein wenig aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten, dass die eigentliche Mission beginnt. Was können Sie mir über die Spectres erzählen? Nur das, was ich gehört habe. Die Spectre-Agenten arbeiten direkt für den Zitadellrat. Sie operieren in kleinen Gruppen oder alleine. Aber sie stellen keine offizielle Autorität dar. Im Grunde sind sie eine Schattenorganisation mit dem Auftrag, die galaktische Stabilität zu schützen. Und zwar um jeden Preis zu schützen. Das ist der wichtige Part dabei. Spectres stehen über dem Gesetz. Menschen unter den Spectres? Warum gibt es keine Menschen unter den Spectres? Die Spectres werden üblicherweise von den Völkern des Rates gestellt. Zum Beispiel den Turianern. Schon seit Jahren bemüht man sich darum, einen Menschen in den Rang eines Spectres zu bringen. Aber bis jetzt waren es nur Versuche. Hey, Commander, Sie würden doch einen guten Spectre abgeben. Die Spectres geraten doch immer in ausweglose Situationen. Sie müssen mörderische Situationen überstehen, genau wie Sie auf Akuse. Keine gute Ring. Na, jetzt nochmal etwas mehr Respekt, Soldat. Wir haben dort 50 Marines verloren, Jenkins. Tut mir leid, Commander. Ich habe es nicht so gemeint. Ich habe großen Respekt vor dem, was Sie getan haben. Das haben wir alle. Lassen wir die Vergangenheit ruhen, Commander. Gibt es noch etwas, was ich für Sie tun kann? Nö, ich glaube, das war's einmal fürs Erste. Der Captain wartet auf mich. Auf Wiedersehen. So schaut's aus. So, was haben wir jetzt schon 22 Minuten? Jetzt wäre der Bart im Prinzip ein normaler Bart, aber ab dem nächsten Mal wahrscheinlich schon aus. Aber wir checken noch zum Captain. Das ist gar nicht der Captain. Reden wir mal mit Niles. Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Sprechen? Oder wo ist Captain Anderson? Sprechen? Worum geht es? Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Mehr als das, weiß ich nicht. Na und? Mehr als das. Man hält es sogar für ein Paradies. Ja, ein Paradies. Friedlich, ruhig, sicher. Eden Prime ist für ihr Volk eine Art Symbol geworden, oder? Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Was soll diese Frage? Worauf wollen Sie hinaus? Ist das eine Drohung? Worauf wollen Sie hinaus? Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann raus mit der Sprache. Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Oh, wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Keine Überraschung. Was ist hier los? War ja klar. Keine Überraschung. Stimmt. Ich hatte mir schon gedacht, dass Sie uns nicht alles erzählt haben. Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Okay. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Oh, jetzt wird schon mal interessant, Freunde. Aber das wird sich wohl im nächsten Part erst ausgehen. Jetzt checken wir mal die ganze Lage hier durch. Vorher informieren. Warum so geheimnisvoll? Was sollen wir bergen? Warum so geheimnisvoll? Es wird sicherlich einen Grund geben, warum Sie mir nichts davon erzählt haben, Sir. Genau. Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr oben. Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Proteanisch? Kennen wir noch nicht. Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren.
Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Warum dem Rat? Erzähl. Ich bin froh, dass Sie helfen. Sie klingen besorgt. Wir brauchen Ihre Hilfe nicht. Sie klingen besorgt. Müssen wir mit Problemen rechnen? Mit Problemen muss man immer rechnen. Da ist noch etwas, Shepard. Niles ist nicht nur wegen des Senders hier. Er soll sie auch beurteilen. Ich hätte es wissen sollen. Warum? Was soll das? Jetzt werden wir mal ein bisschen... Genau, was soll das? Seit wann müssen wir uns vor den Spectres verantworten? Sie sind klug genug, um zu wissen, wie die Dinge laufen, Commander. Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Nicht viele, die auf Akuse dabei waren, haben überlebt. Sie haben einen unglaublichen Überlebenswillen gezeigt. Ein sehr praktisches Talent. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Ja, coole Sachen, Nylas. Finde ich echt geil. Sie haben mich eingetragen? Oh, Ihre Meinung, Captain? Wie geht es weiter? Und wenn ich ablehne? Sie haben mich eingetragen? Warum sollte ein Turianer wollen, dass ein Mensch zum Spectre ernannt wird? Nicht alle Turianer haben Ressentiments gegenüber den Menschen. Einige von uns sehen sogar das Potenzial ihres Volkes. Wir sehen, was sie der Galaxie bieten können und den Spectres. Wir sind eine Elite-Truppe. Es gibt nicht viele, die ausreichend Fähigkeiten für unsere Ansprüche haben. Es ist mir egal, dass sie ein Mensch sind, Shepard. Was zählt, ist, dass sie für den Job qualifiziert sind. Wie geht es weiter? Und wenn ich ablehne? Auch Ihre Meinung, Captain... Ja, Captain, nö. Wie geht es weiter? Und wenn ich ablehne? Nochmal theoretisch... Und wenn ich gar kein Spectre werden will? Es geht nicht nur um Sie, Shepard. Es ist wichtig für die Menschheit. Wir zählen auf Sie. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Niles wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Okay, da fragen wir doch, da haken wir doch einmal nach. Proteaner? Was können Sie mir über die Proteaner sagen? Nur das, was Sie an der Akademie gelehrt haben. Sie waren ein technologisch fortgeschrittenes Kulturvolk, das vor 50.000 Jahren die Galaxie beherrscht hat. Und dann sind sie verschwunden. Der Grund dafür ist nicht bekannt, aber es gibt unzählige Theorien darüber. Und die Fachleute sind sich einig, dass es ohne sie keine galaktische Zivilisation geben würde. Die Zitadelle ist das Herz und die Seele der galaktischen Gesellschaft. Und ohne ihre Massenportale gäbe es keine interstellaren Reisen. Wir haben den Proteanern viel zu verdanken. Okay. Schauen wir mal den Sender. Was ist so besonders an diesem Sender? Alle fortschrittlichen galaktischen Zivilisationen beruhen auf proteanischer Technologie, auch ihre. Wenn wir nicht die proteanischen Ruinen auf dem Mars entdeckt hätten, säßen wir immer noch auf der Erde fest. Und das damals war nur ein kleiner Datenspeicher. Wer weiß, welche Informationen dieser Sender bietet. Es könnte auch ein Waffenarchiv sein. Das dürfte auf keinen Fall in falsche Hände geraten. Falsche Hände? Wen meinen Sie damit? Die Attica-Traverse ist einer der instabilsten Sektoren im Zitadell-Sektor. In dieser Gegend gibt es unzählige Piraten und andere kriminelle Gruppen. Der Preis für einen proteanischen Sender könnte es ihnen wert sein, ein Schiff der Allianz anzugreifen. Außerdem befindet sich Eden Prime im Grenzbereich der Terminus-Systeme. Terminus-System? Die Attica-Traverse steht unter dem Schutz der Zitadell. Ein Angriff der Terminus-Systeme bedeutet Krieg. Technisch gesehen stimmt das. Aber einige Gruppierungen in den Terminus-Systemen würden vielleicht einen Krieg dafür in Kauf nehmen. Und der Rat hat derzeit keinerlei Interesse an einem größeren Konflikt mit den Terminus-Systemen. Deswegen müssen wir die Mission diskret durchführen. Okay, diskret. So, Eden Prime.
Vor der Landung möchte ich noch mehr über Eden Prime erfahren. Eine friedliche Agrarwelt, aber sie steht für etwas viel Größeres. Eden Prime gehört zu unseren ältesten und erfolgreichsten Kolonien. Dort haben wir bewiesen, dass wir neue Welten bevölkern und einen Lebensraum für die Menschheit fern der Erde schaffen können. Sie zeigt die Entwicklung der Menschheit. Auch und vor allem als weltraumfahrendes Volk. Und bald wird sie als Welt bekannt sein, wo die Menschen eine Entdeckung von intergalaktischer Bedeutung gemacht haben. Mhm. Bereit zu gehen. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem! Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Die nehmen wir noch mit, Freunde. Auch wenn es schon über halbe Stunde ist. Die Übertragung schauen wir uns noch an. Wir werden angegriffen. Erleiden schwere Verluste. Verschiedene Punkte. Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halten. Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Na, das kann lustig werden. Tarnsysteme werden aktiviert. Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Miles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Miles wird vor Ihnen Auskunft schaffen. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Verstanden, Captain. Bereit zum Einsatz, Sir. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück! Nähern uns Landestelle 2. So, da sind wir also jetzt. Der Bereich um das Schiff ist sicher, Commander. Ja, sehr schön. Da sind wir schon über eine halbe Stunde. Hier ist es wirklich schlimm, Commander. Überall Feinde. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Okay. Riecht nach Rauch und Tod. Oh Gott, was war hier los? Ja, schön, die Sonne, wunderschön. Da die Hochhäuser. Ja, was war hier los? Da sind wir im nächsten Bad. Das war der erste und auch gleich mit einer kleinen Sonderlänge, ein bisschen über eine halbe Stunde. Jetzt sind wir hier gelandet und den Einsatz gibt es jetzt im nächsten Bad. Ob wir den auch komplett schaffen, weiß ich noch nicht. Wird auch wahrscheinlich gleichzeitig ein kleines Tutorial werden, vermute ich jetzt einmal. Da haben wir schon die ersten Feinde, oder? Was haben wir alles für Waffen? Das schaut aus wie eine Pumpgun. Hm. Ein Sniper. Kann ich den irgendwie fixieren schon? Nein, das müssen wir wahrscheinlich erst leveln oder so. Okay, was ich mitbekommen habe, auch von Matthias, es gibt keine Munition. Und zwei, drei dann glaube ich dann schon. Schade, wäre ganz geil. Sondern nur so ein Cooldown. Ja, und mit diesen Bildern darf ich mich für den ersten Part verabschieden.
recht herzlichen Dank sagen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ja, wer jetzt wahrscheinlich zum Schluss dabei ist, wird auch wahrscheinlich das nächste Mal wieder dabei sein. Und ja, ich freue mich schon. Das wird ein langes Projekt und ich zocke es auf jeden Fall durch und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Somit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.